Hallo und herzlich willkommen zum Sports Tuesday. Ich werde jetzt heute wieder Spiel Soccer Manager 2016 spielen. Das starten wir mal jetzt. Spielen. Jetzt spielen. Lade das Spiel. Und werden wir mal schnell durchrushen zu den anderen beiden Spielen. Irgendwas hatte ich eigentlich heute auch vorgehabt. Bei den Spielen. Nur ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was das war. Ich hätte mir lieber nochmal die Folge von vor 2 Wochen anschauen sollen. Weil da hätte ich ja das gesehen bestimmt. Chef Scout empfiehlt Scouting-Aufträge. Vorstand stimmt Antrag zu. Ach, macht das schon. Gut, habe ich gemacht. Okay, okay. Was ist denn das? Ligaspiel, zweite Liga. Trainingsplatz besuchen. Hm. 18, 96. Ja. Hä? 18. 76, nicht 96. Ja. Champions League, da spielen wir ja leider nicht mit. Können wir nachschauen. Bayern hat gewonnen. Wo sind die anderen deutschen Vereine? Gladbach hat gewonnen. Europa League. Schalke hat verloren. Und Augsburg hat gewonnen. So, jetzt wird schon mal schnell weiter. Die anderen Champions League und Europa League Spiele. Da hat Leverkusen unentschieden gespielt. Wolfsburg unentschieden gespielt. Und Europa League. Dortmund hat gewonnen. Ja. Und das waren die Deutschen. So, jetzt kommt wieder ein Spiel, was ich schon sehenswürdig erwarte. Gegen Darmstadt. Eieiei, das kann ja was werden. Der beste 89, bei denen der beste 86. Sieht doch schon mal gut für uns aus. Partie starten. Gesamte Spiel. Und Hannover ist rot, Darmstadt ist blau. Oh, das war schon ein gutes Anspiel. Von der Draufsicht allerdings hat man eine schlechte Perspektive. Aber ich denke mal, wir werden jetzt langsam kommen. Los, komm! Wird wieder so ein ganz spannendes Spiel. Obwohl, der Liga spiele ich eigentlich ziemlich gut, finde ich. Ich glaube, Dritter waren wir gewesen.
20 Minuten rum und immer noch 0-0. Jetzt, ach nee. 40 Minuten rum und immer noch 0-0. Das kann doch nicht so schwer sein. Schieß rein. Zeit. So, dann schauen wir nach den Anweisungen. Aggressiv. Direkt. Schnell. Angriffsstart. Variabel. Überall. Ist perfekt eigentlich. Genauso wie ich das immer haben möchte. Aber eine 4-4-2er Aufstellung. Pri hat die gelbe Karte. Pri, wo ist er? Da. Mittelfeld links. Haben wir denn dafür überhaupt einen Ersatzspieler? Nö. Ich habe kein Mittelfeld links, Mittelfeld rechts, Mittelfeld rechts Zentrum, Mittelfeld Zentrum. Das war's. Ich habe kein Mittelfeld links. Ja. Mal sagen, dann pass auf, was du machst. Hier Mittelfeld links, rechts, den könnte ich reinsetzen und Verteidigungszentrum haben wir genug. Pri ist 86 stark. Mittelfeld links gegen Ui. Ist er. So, Pri. Du kommst raus gegen Verteidigungszentrum. Das ist ein guter Torwart. Alles nicht so gut. Dann nehmen wir mal den Hoffmann. Kommt raus für André Hoffmann.
So, da haben wir jetzt Verteidigungszentrum, Mittelfeld links und weiter geht's. Nee, da musst du ausgewechselt, wir müssen da noch drauf. Schon mal bester Spieler. So, gut mit Schulz. So, neue Aufstellung, neues Glück. Und 0-0. Ey, das müsste aber ganz schön heiß jetzt bei uns hier. Nee. Fünfundsechzig Minuten lang und immer noch mehr. Ich wünsche mir ein Tor für Hannover. Nicht für Magen-Darm-Stadt. Es wird immer heißer jetzt in Darmstadt oder aufs Darmstädter Tor. Was jetzt? Oh nee. Leute, jetzt macht's doch nicht so spannend. 80 Minuten und immer noch 0-0. Okay, noch keine 80, jetzt 80. Und? Okay, noch für Darmstadt. Seiler. Oh! 85. Du hast ein Tor, Hannover. Jetzt. Und? Und jetzt aber. Kommt doch. Ich kann unentschieden gegen Darmstadt spielen. Die sind doch ganz unten irgendwo, oder nicht? Nein! Das habe ich den Sound nicht ausgemacht. Nein! Komm hin. So, Oliver Sorg war der Spieler of Match. Ja, ich krieg Punkte 100 im Unentschieden. Ich will kein Unentschieden, ich will gewinnen. So. Und Bayern hat auch Unentschieden gegen Schalke, das ist gut für uns. Aber ganz kurz die Tabelle anschauen. Unentschieden, Wolfsburg hat verloren. Gott sei Dank.
Hätte nie gewonnen, hätte nie uns überholt. Wo sind Bayern? Ach da, Sechster. Darmstadt, wo sind die? Da, gegen den vorletzten Unentschieden gespielt. Ach je, das kann doch nicht wahr sein. Okay. Dortmund gegen Hannover. In Dortmund. Das ist kein Problem. Die hauen wir weg. Los, kommt! Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Obwohl, wir sind besser in der dritten Minute. Aber trotzdem, gerade 0-0 gegen Darmstadt. Hallo? Gegen den Vorletzten. 0-0. Falsche Richtung, ja genau da, nein nicht da, da, ja nein nicht da, da lang genau, nein nicht da. Hey, das war Hans von Weinfeller, kann ich genau wissen. Da wollte Reus auch sein Ding Tor machen. Das verdient. Ich denke mal, sie haben sich schon auf meine Taktik hier eingestellt, auf die 4-4-2 oder 4-1-2-1-1 4-1-2-1-2. Ich glaube, ich muss jetzt mal eine andere Taktik wieder nehmen. Problem ist, ich habe nicht so viele gute Spieler. Wenn ich die Taktik nicht ändere, werden die anderen auch nicht besser. Ah. Also ich muss ändern die Taktik. Oder hupen welche. Komm schön!
Ameisen können nicht viel machen. Wir können noch mal kurz schauen, ob hier einer schlechter geworden ist wie 85. Aber ne, sind alle besser. Weil unser bester Auswechselspieler ist nur 85. Also jetzt gleich weiter. Zurück zum Spiel. Play. Und dann hoffen wir mal, dass wir jetzt den Vorschuss gegen Dortmund. Verletzt. Rot! Das kann doch nicht sein. Der soll defensiv spielen. Sorg, was machst du denn da? War das nicht der beste Spieler gerade auf dem Platz? Sicher. Der beste Spieler mit einer roten Karte. Schäm dich. Eine allererste rote Karte. Das war gegen so einen wichtigen Spieler. Wichtige Mannschaft in Dortmund. Weil die sind, glaube ich, erster in der Tabelle. Dass wir unentschieden spielen. Einmal weniger auf dem Platz müssen die anderen nicht zu viel machen. Hier ist die Moral. 51, 18. Ach, das ist der mit einem Spieler weniger. Ja. Jetzt die letzten 2 Minuten brauche ich auch nichts mehr machen. Zurück zum Spiel. Oh, verletzt. Na super. Wer ist denn verletzt? Stürmer. Da ist er. Gegen Karaman. Karaman. So, mit der roten Karte, der beste Spieler auf dem Platz. LOL. Und 1-0 verloren.
Mist. Und schon wieder vergessen, den Sound auszumachen. Noch mehr Mist. Na egal. Das war sowieso jetzt schon lange genug wieder. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch nicht so dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.